Black Mesa ist überflutet, geschandet und auch noch halb kaputt. Trotzdem kämpfen wir uns weiterhin durch diese schrottige Anstalt. Heute leider, also gestern gab es leider keine Videos, da ich ja verschiedene Dinge zu tun hatte, auch ja mal schulisches Zeug. Außerdem hatte ich furchtbares Zahnweh. Und nach einer Schmerztablette geht es jetzt aber wieder besser. Aber Kinder, denkt immer dran, weg von den Drogen. Ja, auf jeden Fall kann ich deswegen heute doch noch ein bisschen was aufnehmen, da der Schmerz wirklich langsam dann unerträglich wurde. Und deswegen dachte ich mir einfach, schmeißte mal eine Schmerztablette ein. Nein, normalerweise nehme ich keine, aber gut. Der war schon wirklich sehr extrem und ich glaube, ich hänge hier. Hallo, ich will von dir hochgezogen werden. Dankeschön. Sehr liebenswürdig von dir. So, denn ich glaube, hier geht's weiter. Und du versperrst mir... Oh, da war jemand drinnen. Na, hallo? Oh, ich glaube, dann geht's nicht mehr so gut. Der sollte sich mal waschen, der Freund. Autsch. Okay, öffnen wir die Tür. Oh. Eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei. Wahrscheinlich müssen wir in die Tür Nummer 3. Oder es geht hier weiter. Nein, ich glaube, es geht da oben weiter. Dann werde ich erstmal hier reinschauen, um alle Geheimnisse des Spiels zu erkunden. Ja, hier geht es nicht weiter. Hier ist nämlich nur eine kleine, überflutete Kammer. Ach verdammt, die ist nicht mal so klein. Hier könnte es tatsächlich weitergehen. Dann werde ich erstmal schauen, ob es nicht doch da oben bei Nummer 6 nicht weitergeht. Und es hier Nummer 3 auf Tauchstation. Okay, nein, es geht hier oben weiter. Verdammt. Egal, wir haben den richtigen Weg schon gefunden, deswegen werde ich ihn auch weitergehen. Nach dieser blöden und Atmosphäre zerstörenden Ladezeit natürlich. Wobei, ist ja nicht mal so schlimm, denn mein Kommentar zerstört die Atmosphäre ja sowieso immer. Sind wir jetzt von der Tür eingequetscht worden? Nicht wirklich. Was ist das für eine Technik? Selbst wir... Ja, im Jahre 2010 haben schon die Technik entwickelt, dass sich zum Beispiel Garagentüren nicht mehr schließen, wenn sie bemerken, oh, da steht jemand. Da ansonsten beispielsweise Laser unterbrochen werden, Laserstrahl unterbrochen wird und dadurch eben gezeigt wird, oh, da befindet sich vielleicht ein Mensch, den man durch das Schließen des Garagentores einklemmen und sogar töten könnte. Da machen wir mal lieber nicht zu. Selbst diese Technik scheint Black Mesa wohl noch immer nicht... Oh mein Gott. ...erfunden zu haben. So, lass mich meine Sätze beenden. Das gilt für dich auch. Okay, da drin geht's nicht weiter, denn die Türöffnungsanlage ist rot. Das heißt, die ist wieder mal kaputt, wie alles hier. Hier ist irgendwas eingestürzt. Ja, glücklicherweise gibt's hier ein Loch in der Wand und wir können hier durch. Und das hier ist schon wieder glitschig. Und da oben ist ein Gasaustritt. Ja, total toll, diese Anstalt. Top moderne Technik. Hilft uns auch nichts mehr weiter. Der ist schon wieder eingeschmissen. Ja, genau, genau. Jetzt kommen die Typen auch noch angebeamt. Toll, und ich komme hier nicht mehr rauf, oder wie? Fuck. Da ist... nettes, kleines Krokodilvieh, das mich lustig ansieht. Nein, das sieht mich nicht mehr lustig an. Das sieht mich begierlich an. Es will mich verdauen und zu Kot umwandeln. Ja, das war bestimmt sein Hintergedanke. Ich will da wieder rauf, da war eine Leiter runter. Da komme ich ja auch nicht rauf, oder? Nein, natürlich nicht. Der Freeman kann ja aus dem Wasser nicht springen. Na gut. Normale Menschen können auch aus dem Wasser nicht einfach so rausspringen. Aber der Freeman könnte es ja vielleicht. Das ist so eine Art Superheld. Und wer kam schon wieder auf die grandiose Idee, Panzerglas einzubauen? Tolle Architekten. Ein Applaus für die Architekten. Aber ich gehe unter, wenn ich mit den Händen klatsche. Also gehe ich wieder... Ah! Wow. Alter Verwalter. Erschreck mich nicht zu Tode, du Kack-Krokodilvieh. Ich dachte, du wärst tot. Toll. Wie viele Krokodile schwimmen noch im Wasser rum? K
Könnt ihr mich mal vorwarnen, bitteschön? Panzerklaus. Natürlich. Ja, waren wir auch, glaube ich, schon. Aber ich will mich noch mal beschweren, deswegen schwimme ich noch mal so weit runter. Da können wir auch nirgends rein. Boah, das hat mir jetzt echt einen Schrecken eingejagt. Oh, wir könnten einfach auch hier raufgehen. Ja, da muss man aber einen gewissen Intelligenzquotienten mitbringen, den ich nicht an den Tag legen kann. Wie man gerade wieder gesehen hat. Okay, müssen wahrscheinlich da rein und aufpassen, dass das glitschige Metall uns nicht irgendwie ausrutschen lässt. Okay, wahrscheinlich darunter, auch wenn ich nicht weiß, wo es da hingeht. Aber wir springen einfach in unbekannte Tiefen. Der Freeman wird schon aushalten. Oh, hoffentlich ist dann nicht schon wieder so ein Vieh. Nein, wir kommen nämlich nur hier runter. Ganz supi. Das war ein irreführender Weg, Spiel. Ein irreführender Weg. Okay, da wird es wahrscheinlich auch nicht weitergehen. Dann schätze ich mal, müssen wir hier entlang. Okay. Na, wie geht's? Nicht mehr so drollig. Nein, wir kommen da wirklich nicht mehr zurück, oder wie? Ich versuch's noch einmal, aber ich glaube, wir können da wirklich nicht mehr rüberspringen. Das ist zu weit. Nein, es ist nicht. Okay, geht's hier weiter? Bitte sagen wir, es geht hier weiter. Nein! Hier kommen wir auch nur hier wieder unten an. Und wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich auch gleich bei der Leiter hier raufklettern können. Nein, wenn ich halt raufkomme mal. Jetzt hat er auch noch das Leiternklettern verlernt. Ach, Freeman, du bist so ein Idiot. Hm, toll. Dann müssen wir wieder über die Röhre nach oben kommen. Weil der Freeman wieder mal seinen Freischwimmer nicht gemacht hat. So. Oh. Ich hasse glitschige Oberflächen. Oh ja, Zweideutigkeiten. Wir lieben sie doch alle. Nein. Nochmal. Das muss doch machbar sein. Hilfe. So, mit Anlauf! Das war so knapp. Wir kommen dem Ziel näher. Okay. Oder wir müssen zuerst da reinspringen. Und dann von hier aus Anlauf nehmen. Ja, tatsächlich. Hatte ich nicht erwartet. Und deswegen speichere ich auch hier, denn ich will nicht wieder sterben. Gut, dann müssen wir wohl da hinten rein. Ins nächste Pool. Oder auch nicht ins Pool, sondern einfach... Oh mein Gott, wir sind ja fast gestorben bei dem Strom da vorne. Für einen 2-Sekunden Stromschlag verliert man doch nicht so viele HP. Oder doch? Kenne mich mit Physik nicht aus, aber wenigstens haben wir ein Medipack gefunden. Ich verbreite nur gerne physikalisches Halbwissen. So. Verdammt. Stirb, du fucking G-Man! Alter Verwalter. Ich glaube, der stalkt uns. Und ich glaube, so können wir nicht rüber, oder? Ah, er hat seine Freunde mitgebracht. Na, ist das ein netter Kerl, dieser G-Man. Oh mein Gott, ich habe keine Munition mehr an dieser Waffe. Stirb, Krokodil. Alligator-Krokodil. Und er ist tot. Meine Waffe ist wieder mal ruiniert. Müssen wir hier entlang? Ich glaube fast. Aber ich bräuchte HP. HP. Da oben müssten wir irgendwie hinkommen und den G-Man verfolgen. Aber der läuft ja weg, die feige Sau. So. Keine Medikits. Ist ja toll, dieses Spiel ist so fair. Deswegen speichere ich gleich nochmal. Weil ich es kann, weil ich der Protagonist bin. Aha. Merkwürdiges Wasserverhalten. Wow, ich dachte schon, das Fass wäre wieder ein Feind. Bin ich heute schreckhaft? Ich sollte Amnesia oder Slenderman aufnehmen. Das wird das perfekte Spiel für meinen derzeitigen Geisteszustand. So, darauf können wir wieder nicht. Weil der Freeman den Freischwimmer nicht gemacht hat. Ja, gut. Gute Sache hier.
Aber wir können trotzdem da noch nicht rauf, ne? Und hier auch nicht. Ah, hier kommen wir her. Mensch, bin ich klug. Ich bin so intelliklug heute. Oh mein Gott, ich mag die Musik nicht. Rettet mich vor der bösen Musik. Gleich passiert was Schlimmes. Ich weiß es. Die Musik ist doch so leise und vielleicht hört ihr sie gar nicht. Aber ich weiß, dass was Schlimmes passieren wird. My Spider Senses are tingling. Oder wie das geht, ich weiß es nicht. Ich weiß auch, dass wir da nicht raufkommen. Scheiße, die Musik ist echt bedrohlich. Und die gab es im normalen Half-Life, glaube ich, sogar noch nicht. Diese wunderbare musikalische Untermalung. Da gab es viel weniger Soundtrack. So ein Dreck. Ja, das hier ist dreckig, definitiv. Ich glaube, wir können über die zerstörten Reaktoren hüpfen. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Dann hätten wir den Chiemen direkt verfolgen können. Das wäre cool gewesen. Nein, weil ich wahrscheinlich auch viel zu viel gefailt hätte. Mein Fuß ist eingeschlafen. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. So. Okay. Das muss doch funktionieren. Roar, Geronimo! Nein! Oh, es war doch nicht der Team. Das ist nur ein kleiner Headcrab. Oh, wie süß. Hey, wenn wir hier schnell genug auf diesem Container hier gewesen wären, dann hätte der Headcrab doch den G-Man aufgefressen, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich frage mich, ob man den irgendwie umbringen hätte können, den G-Man. Wenn man schnell genug gewesen wäre, meine ich. Wäre lustig gewesen. Ein kleines Easter Egg. Denn es wäre ja in der Theorie möglich hier, an dieser Stelle. Ach, komm schon. Können wir vielleicht hier auf diese Röhren raufkommen? Nein. Zu unathletisch, oder wie? Ach komm, du schaffst das, Freeman. Du bist immerhin free. Free von allen physikalischen Gesetzen. Also kannst du doch auch die Schwerkraft umkehren. Und ich labere heute den ganzen Tag nur Scheiße. Ist das euch schon mal aufgefallen? Also noch mehr als sonst. Also so richtig mehr. Und ich schaffe diese Sprungübung, glaube ich, nicht. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht von hier aus darüber springen müssen. Wäre natürlich auch möglich. Aber ich glaube, das würden wir nicht schaffen. Ich glaube aber auch, dass das nur so ein kleines Zwischenlager ist, wo man nicht hin muss, aber freiwillig hin kann, um so ein bisschen Moni aufzusammeln. Und das mache ich einfach auch mal. So, darüber ist es nämlich extrem schwierig. Ach, komm schon. Nein. Ich habe Angst, dass ich wieder runterfalle. Oder das passiert. Toll. Ich würde ja ein Safe State da oben setzen, wenn die Ladezeiten nicht so lange dauern würden, also um nachzuladen. Also hier würde ich dann Safe State setzen, aber das geht ja leider nicht so gut. Ach komm schon. Das nervt mich, diese Stelle. Entweder bekomme ich nicht genug Anlauf, oder, ja, das ist eigentlich das Hauptproblem. Gibt es vielleicht einen leichteren? Ja, natürlich. Fail gleich beim ersten Mal. Wenn das lange so weitergeht, schneide ich den Rest raus, denn ich will euch ja nicht langweilen. Aber glücklicherweise bin ich meines Wissens nach bisher in Black Mesa noch nie länger an einer Stelle nicht weitergekommen. Also ist das jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich mal ein bisschen länger brauche. Hoffentlich. Aber gut. So. Ja. Okay, hier muss ein Speicherstand her. Das schaffe ich, sonst nie wieder hier raufzukommen.
Okay. Nein! Ha, zum Glück haben wir gespeichert. Ich bin klug. Ich habe ein Diplom. Können wir vielleicht? Nein. Müssen wir schon hier machen. Okay, los geht's. Freeman Jump! Der Freeman Jump war auch schon mal epischer. Okay, nochmal. Freeman Jump! Yes! Wir haben es geschafft und ich habe nicht mal was rausschneiden müssen. Okay. Yay! Ein First Aid Bundle. Und von hinten werden wir angegriffen. Die bösen Jungs kommen immer von hinten. Ich lasse das mal so stehen. So, 81. Oh mein Gott, ich höre schon wieder jemanden. Nein, ich mag dich nicht, ich mag dich nicht, ich mag dich nicht. Du bist nicht mein Freund. Such dir andere Freunde, wie deine Headcrab-Kumpels. Wieso kooperieren die eigentlich? Die Headcrabs könnten doch einfach den Verstand von den Typen da übernehmen. Die wären doch viel stärker als die. Und meine Waffe ist schon wieder ruiniert. Dank den fetten Alligatoren. Oh, hier geht's lang vielleicht? Nein. Wir sind ja nur Wissenschaftler, wir können uns nicht irgendwie durch Augen... Also unsere Augenwunden können nichts öffnen. Ach, egal. Ich bin heute nicht imstande, komplette Sätze zu formulieren. Es tut mir jetzt schon leid, diese Aufnahme wird total verkackt. Aber egal. Gibt's halt mal eine etwas schlechtere Aufnahme. Also noch schlechter als die anderen. So. Na, willst du auch mal was sagen oder stehst du einfach nur stumm da? Ich glaube, der hat seine Zunge verloren. Gordon Freeman, it is you, isn't it? The science team has been tracking your progress with the Black Mesa Security System. Cool. Unfortunately, so has the military. That nicht so suit cool. Of yours is full of tracking devices. Still, toll. It's better than going naked in this place. Irgendwie ja schon. It's cold in there, so you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. Wo ist es kalt? Bent on ach da. Reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. Wir müssen ja zum Lambda complex genau. So far. Wieso hast du eigentlich am Anfang so lange gewartet, bis du mit mir gesprochen hast? Warst du zu feig? Okay, was ich jetzt aber vorher mal wissen will, wieso ist da ein Punkt in der Mitte von Afrika und wieso ist die Weltkarte verkehrt? Das ist nicht mal so wichtig, aber wieso ist da ein Punkt in der Mitte von Afrika? Wir sind doch nicht in Afrika, wir sind in New Mexico, wurde mir gesagt. Und diese Information ist auch richtig. Mysteriös, was hat Afrika damit zu tun? Und was hat Australien damit zu tun? Naja, gehen wir durch die Gefrierkammer. Waren wir noch nie. So, gehen wir. Oh, wir sterben. Ich weiß nicht, wo ich hin muss und wir sterben. Blöde Headcrabs hüpfen umher. Stirb. Ah, toll. Wir werden hier auch noch in der Gefrierkammer überrascht. Weil die Aliens nicht mal gegen Kälte empfindlich sind. Wir können den Krieger... Wir können auch gleich aufgeben. Wenn die nicht mal erfrieren können. So. Toll, wir haben fast den ganzen Anzug verloren. Ja, fast. Naja. Hoffentlich verfolgen uns keine Headcrabs. Erstmal nachladen. Okay, links oder rechts? Das wird schwierig. Ne. Hier geht's nicht weiter? Nein, dann wahrscheinlich da. Immer dem Rotlicht hinterher. Geronimo! Okay. Ein neuer Raum, mein neues Abenteuer. Gut, heißes Wasser, das ist ja nicht so bedrohlich, da oben. Eigentlich gefällt mir das Areal hier gar nicht mal so sehr. Diese alten Lagerkomplexe sind, finde ich, nicht so schön wie Wissenschaftslabore oder... Oder die Schienensysteme waren auch ziemlich cool, aber das hier ist jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, finde ich. Was war euer Lieblingsgebiet so bisher? Könnt ihr mir mal gerne schreiben. Ladedaten ist außerdem wie immer eine schöne Zeitbeschäftigung. Zeitbeschäftigung. Ja, das Wort habe ich jetzt erfunden. Ich rufe gleich den Duden an. Hallo. Na, wie geht's?
Hallo. Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, von hinten überraschen, genau. Blöde Aliens. Oh, überrascht mich nicht dauernd. Dieses Spiel hat für mich mehr Schockmomente, als man glauben mag. Aber ich bin auch leicht geschockt. Oh, ja, Aufzugstellen mag ich auch sehr gerne. Aber auch wenn die nur sehr kurz ist. Ich sag's nach oben. Ich glaube, das Ganze liegt daran, dass in meinem ersten Spiel, das ich jemals gespielt hatte, das war Teenage Mutant Ninja Turtles auf dem SNES, auch ein Aufzuglevel war. Und das ist auch mein Lieblingslevel. Und der Typ ist tot. Weil ich ihn wahrscheinlich zugequatscht habe mit Teenage Mutant Ninja Turtles für den Super Nintendo. Wenn wir schon gleich dabei sind bei Community Interaktion. Was war euer... Fuck. Was ist das für ein Ding? Alter, das ist Predator. Das kommt mir so vor, wie schnell das um die Ecke flitzt und mich erschreckt und scheiße. Ich bin heute so schreckhaft. Was ich euch nämlich noch kurz fragen wollte, ist, was war euer erstes Spiel? Alter Verwalter, was ist das für ein Ding? Ich hab Angst vor dem. Ich hab Angst vor vielem, aber vor dem auch. Das ist überall und nirgends. Scheiß. Und ich fluche heute auch so viel. Und sie sind zu zweit! Diese Penner sind zu zweit. Ich treffe die nicht mal. So, tot. Das sind Cyborgs. Wieso gibt es in Half-Life 2 keine Cyborgs? Verdammte Hacke. Wir sind gleich tot. Und da ist der Heli, der uns verfolgt hat. Naja, vielleicht. Oder ist ein anderer Heli. Der Typ ist tot, wenigstens das. Ich brauche Leben. Ah, da hinten. Schnell, bevor noch ein Cyborg kommt. Alter, ich mag keine Cyborgs. Die sehe ich mir später nochmal genauer an, wenn die Leichen nicht verschwinden. Hoffe ich mal, dass sie nicht verschwinden. Das interessiert mich jetzt. Was sind das für Dinger? Habe ich ja noch nie gesehen oder davon gehört. Und empty, genau. Wieso stellt ihr dann einen auf, wenn er empty ist? Oder wieso stellt ihr überhaupt so viele Anzug-Aufladestationen auf? Ich bin der einzige Typ, der einen Anzug hat. Entweder sind das Cyborgs oder Leute mit einem speziellen Anzug, der sie schneller laufen lässt. Die Dinge sehen aus wie die von Shell aus Portal. Merkwürdig. Vielleicht wurde daher auch das Skin übernommen. Hm. Müssen wir jetzt mit dem Heli fliegen? Ich habe nichts dagegen. Nein, können wir nicht. Wir könnten ihn ja sabotieren. Aber auf die Idee kommt der Freeman nicht. Der lässt sich lieber wieder mal verfolgen von dem Heli, anstatt dass er ihn jetzt kaputt macht, wo ein leichtes Ziel wäre, der Heli. Oder hier drüben geht's weiter. Surface Access. Müssen wir jetzt an die Oberfläche? Schaut so aus. Oh, Munition. Tja, was hat das jetzt gebracht? Irgendwie nichts, oder? Ach nein, da oben, das Dachluke, die Dachluke hat sich aufgemacht. Hat sich geöffnet. Hm. Ah, diese Wege auch. Gut, dann müssen wir wohl in der nächsten Folge raus. Ja, das freut mich schon. Und mit einem solchen Cliffhanger, irgendwie beende ich jede Folge mit einem Cliffhanger, unter Anführungszeichen, verabschiede ich mich nun. Und in der nächsten Folge sehen wir dann, was uns auf der Außenseite von Black Mesa erwarten wird. Hoffentlich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.